Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, auch von mir ganz herzlich willkommen hier in der UPK. Ich freue mich, dass so viele den Weg gefunden haben, um sich meinen Vortrag anzuhören. Heute geht es um Sucht. Ich werde versuchen, in den nächsten Stunden, in der nächsten Stunde Ihnen etwas Wissenswertes und Neues aus der Suchtmedizin näher zu bringen. Ich freue mich auch, dass so viele, dass wir so ein gemischtes Publikum haben, dass wir viele Jüngere und viele Ältere, die sich für das Thema interessieren, und ich werde Ihnen auch in dieser einen Stunde näher bringen, dass es tatsächlich für alle Altersbereiche etwas dabei ist, was interessieren könnte. Vielleicht können wir das so machen, dass wir in dieser einen Stunde das Handy auf lautlos stellen oder sogar auf Flugmodus, ja? Weil natürlich das Handy tatsächlich auch etwas ist, was eine besondere Bedeutung hat im Hinblick auf Süchte. Und ich denke, dass das jetzt auch ein Grund ist, warum sich viele mit diesen modernen Suchtformen, für diese modernen Suchtformen auch interessieren. Ich denke, eine Stunde ohne Handy wird wahrscheinlich gehen. Der Titel des Vortrags: Sind wir alle süchtig? Alle Bekannten und Freunde, Patienten, die ich gefragt habe, seid ihr süchtig, haben praktisch alle gesagt, eigentlich ja. Wir sind eigentlich alle süchtig. Und bei der Nachfrage danach kam dann, vielleicht wollten Sie andere Süchte nicht erwähnen, aber meistens kam dann Schokolade auf Nachfrage. Und ich werde Ihnen sagen müssen, dass die Schokoladensucht nicht wirklich zu den Süchten zählt. Und Sie werden das in den nächsten Folien auch sehen, dass das tatsächlich nicht etwas ist, worauf ich meinen Fokus lege. Ich hoffe nicht, dass ich viele von Ihnen enttäusche, wenn ich auf die Frage, sind wir alle süchtig, sage, nein. Ja, wir sind nicht alle süchtig. Warum nicht? Substanz, also Konsum einer psychotropen Substanz ist nicht gleichzusetzen mit Sucht. Und auch wenn jemand ein besonderes Bedürfnis hat und sich besonders interessiert für eine bestimmte Substanz oder für etwas, was er besonders gerne macht oder für ein Genussmittel, dann ist das noch lange keine Sucht. Ja, damit könnte ich im Grunde auch den Vortrag jetzt hier beenden, weil ich die Frage beantwortet habe. Ich habe mir aber gedacht, wenn Sie schon alle hier sind, dass wir das noch etwas eingehender und komplexer bearbeiten, dieses Thema. Und da habe ich, wie das so üblich ist, ein Inhaltsverzeichnis angelegt und wir versuchen uns durch die einzelnen Punkte durchzuarbeiten. Was ist Sucht? Wie so eine Art von Definition? Also wie kann man sich diesem Begriff Sucht nähern? Wie entsteht Sucht? Das wird sicherlich viele von Ihnen auch interessieren. Also wie kommt es überhaupt biologisch, sozial, psychologisch dazu, dass sich eine Sucht entwickelt, dass sie entsteht? Das, was die Psychiater natürlich interessiert, was unser tägliches Brot ist, ist die Diagnostik von Suchterkrankungen, also die Einschätzung nach bestimmten Kriterien und Klassifikationssystemen. Und da ich nicht alle Süchte rausnehmen konnte, weil ich dann tatsächlich mehrere Stunden reden müsste, habe ich die bekannteste und die am meisten gebräuchlichste Suchtform, Alkohol, ausgewählt und werde etwas zu Alkohol, bestimmte Charakteristika zu Alkohol erwähnen. Zum Cannabis als die am häufigsten gebrauchte nicht legale Substanz. Und ich habe es gerade schon beim Handy angetönt, weil das Handy gehört natürlich auch zu dem Internetkonsum und eventuell zu der Internetsucht. Und dazu möchte ich auch was sagen. Und abschließend natürlich, wie es sich für jeden Therapeuten auch gehört, etwas zu der Behandlung, die ich natürlich nur ganz kurz streifen kann. Zur Einstimmung möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen. Ich bin immer ein großer Fan von visuellem Material, dass Sie so ein bisschen in die Thematik reinkommen. Sie sehen hier verschiedene psychotrope Substanzen, das heißt Substanzen, die im Gehirn einen Effekt erzielen. Das ist der Begriff für psychotrope Substanz, das ist der Whisky,
Ja? Tabak, Medikamente. Es ist auch häufig so, dass verschiedene Substanzen miteinander kombiniert werden, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, meistens sogar häufiger als nur eine Substanz. Es gibt aber nicht nur die Substanzen, sondern etwas, was wir bezeichnen als Verhaltenssüchte, also Suchtformen, die ohne psychotrope Substanzen auskommen, die oral meistens oder intravenös, also durch die Vene appliziert werden, sondern wie hier das pathologische Glücksspiel. Ja, pathologisches Glücksspiel hier an dem Automaten ist das Glücksspiel, was das höchste Suchtpotenzial hat von allen Glücksspielen. Ich habe jetzt noch nicht gegessen heute, erst zuletzt heute Mittag. Und natürlich ist es so, dass je nach Zustand, ob Hunger da ist oder nicht, oder nach natürlich Vorlieben, ja, für Vegetarier wird es nicht besonders interessant sein, dieses Foto, aber dass natürlich auch die Esssucht ja, auch eine Suchtform ist, weil ähnliche biologische Mechanismen ausgelöst werden, zum Beispiel beim Essen eines Burgers oder auch beim Anblick eines Burgers, wenn man Hunger hat. Was ist Sucht? Ich komme zu der Definition. Sucht ist erstens, und das wissen Sie, eine zwanghaft anmutende und unkontrollierte Verhaltensweise. Wenn man sagt, man ist süchtig, dann hängt das meistens damit zusammen, dass etwas so wie ein Zwang kommt, also etwas, was man wirklich, was wie automatisch kommt, ein Verlangen und was unkontrollierbar ist, diese Verhaltensweise, die zu dem Konsum einer psychotropen Substanz führt. Und jetzt kommen aber die Sachen, die wirklich harte Kriterien sind, man sagt, die Substanz wird aber konsumiert, trotz negativer Konsequenzen. Ja. Und sie beinhaltet den Charakter einer Störung. Also Sucht, wenn jemand sagt, ich bin süchtig, dann ist das natürlich im normalen Sprachgebrauch meistens etwas, was am ehesten diese unkontrollierte Verhaltensweise, das heißt, ein starkes Bedürfnis, man hat den Wunsch, etwas zu konsumieren. Aber die anderen Punkte sind meistens nicht erfüllt. Ja? Und deswegen würde man auch nicht von der Sucht sprechen, nämlich es gibt negative Konsequenzen, Verlust der Leistungsfähigkeit bei der Arbeit oder in der Schule, vermehrtes Schlafbedürfnis, ja, alles Verlust von Freunden, Bekanntschaften. Ja? Ich werde danach noch etwas näher darauf eingehen, auf diesen Punkt der sozialen Folgen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist den Charakter einer Störung. Welcher Substanzkonsum ist häufig? Ich habe es eingangs schon erwähnt, Alkohol ist hier der Spitzenreiter. Das sind jetzt neueste Daten von dem Global Drug Survey. Das gilt jetzt für die Schweiz, gilt aber auch für alle anderen europäischen Länder, die haben die gleiche Rangfolge. Also sind die Leute gefragt worden, was konsumieren sie, was haben sie konsumiert in dem letzten Jahr? 93% wundert uns ja nicht, haben Alkohol konsumiert. Ja. Dann Tabak und an dritter Stelle sind schon die Energy Drinks, ja, von der Häufigkeit. Und das natürlich, das wissen Sie, wegen dem Koffein, was da drin ist. An vierter Stelle 41% Cannabis und dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Also das wären so wie die ersten vier Plätze, also der Charts. Hier geht es aber nur um Konsum und noch nicht um Sucht. Ich habe schon kurz auf den Unterschied hingewiesen. Die Häufigkeit sagt nichts über die Gefährlichkeit aus. Und es ist naturgemäß so, dass die häufig konsumiert werden, die ungefährlicheren sind. Und wenn man die Leute fragt, also Sie zum Beispiel, ja, oder mich fragt, was wird als gefährlich eingeschätzt, dann sind es vor allen Dingen die illegalen sogenannten harten Drogen. Also Heroin und Kokain an erster Stelle mit 96% ist gefährlich. Ecstasy mit 94% wird ebenfalls noch als sehr gefährlich eingeschätzt. So, wie entsteht jetzt Sucht? Ich habe jedes Kapitel mit so einer Überschrift versehen. Diese Überschrift lautet, Suchterkrankungen sind auch Gehirnerkrankungen. Für jeden Suchtmediziner, ich werde es gleich zeigen, ist es sehr wichtig gewesen,
dass sich die neurobiologischen Wirkungsweisen der psychotropen Substanzen mehr und mehr analysiert worden sind und als mittlerweile sehr gesichert gelten können. Weil wir wegkommen wollen, und da sind wir dann bei der Behandlung, davon, dass wir den Patienten sagen, ihr seid nicht stark genug, der Willen ist nicht stark genug, ja, was lange Zeit eigentlich als üblicher Marker, also eine krankhafte Persönlichkeit, eine labile Persönlichkeit mit einem schwachen Willen, das war lange Zeit gesehen das Kernkriterium für eine Prädisposition zur Sucht. Und dadurch natürlich, dass viele biologische Prozesse, die im Gehirn ablaufen, in der Entstehung der Sucht herausgefunden wurden, ist es für uns auch ein gutes Zeichen, dass wir mit dem Patienten das so besprechen können, dass es eben nicht da am Willen liegt, sondern dass es Prozesse im Gehirn sind, die einfach ablaufen und es schwierig ist, sozusagen sich sehr stark dagegen zu wehren. Also es hat insofern auch eine Anti-Stigma-Seite. Wenn Sie dieses Bild sehen, und ich bin mir sicher, dass einige Weinliebhaber unter Ihnen sind, die auch vielleicht den Rotwein schätzen, dann wäre auch die Uhrzeit jetzt so gerade richtig, ja, für so ein Gläschen Rotwein für viele. Ich habe noch versucht, in der Präsentation hier Geräusche zu unterlegen, habe ich aber dann nicht technisch hingekriegt. Wenn Sie das sehen und den Rotwein mögen, dann freut man sich vielleicht schon. Und das hängt damit zusammen, dass jede Substanz, auch der Rotwein, ja, in bestimmten Situationen einen angenehmen Effekt gemacht hat. Und bei diesem angenehmen Effekt laufen, der wird dadurch beeinflusst, dass bestimmte Prozesse im Gehirn ablaufen und diese Prozesse dazu führen, dass es als angenehm sich herausstellt, der Konsum, aber dass gleichzeitig auch im Gedächtnis Spuren hinterlassen werden, dass es besonders ein starker Eindruck war, ein starkes, angenehmes Gefühl, eine nette Atmosphäre. Und diese Erinnerung, dieses Gedächtnis ist gerade bei Suchtmitteln sehr stark ausgeprägt. Ja, wenn Sie sich verschiedene Dorfstraßen auf Kopfsteinpflaster vorstellen, ist sozusagen dieses, was wir auch Verstärkungssystem oder Belohnungssystem nennen, was entsteht durch den Konsum psychotroper Substanzen wie eine Autobahn im Gehirn. Und es ist ganz schwer, sich sozusagen wieder auf diesen Kopfsteinpflaster zu bewegen, wenn man erstmal auf der Autobahn unterwegs ist. Und deswegen ist es auch so schwer für ganz viele, wieder wegzukommen von den Süchten. Ja, weil sofort das Gedächtnis, dieses Belohnungssystem, dieses Verstärkungssystem im Gehirn wieder anspringt und uns sagt, das wäre doch eigentlich wieder schön. Und dazu reicht es natürlich mit verschiedenen Reizen. Ja? Das wissen Sie auch alle. Ja, das kann ein schöner Sommerabend sein, wie wir jetzt fast wieder haben. Ja, es kann nette Bekanntschaften sein, ja, eine angenehme Atmosphäre. Und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass im Gedächtnis, Suchtgedächtnis, das Belohnungssystem verstärkt wird und wir wieder ein Verlangen nach dieser Substanz bekommen. Im Gehirn sieht das so aus, ich werde es nicht allzu kompliziert versuchen zu erklären. Ja, Sie haben vor allen Dingen eine Erhöhung des Botenstoffs Dopamin im Striatum. Das ist diese Substanz hier. Und das Dopamin führt dazu, dass diese Substanz aktiviert wird, die wiederum dazu führt, dass dopaminerge Bahnen hier nach vorne projiziert werden. Interessanterweise ist es so, dass tatsächlich das Dopamin mit dem Rauscherleben assoziiert ist. Das heißt, ein starker Dopaminausstoß genau hier, ja, in dieser Autobahn, die ich kurz erwähnt habe, führt dazu, dass man dieses angenehme, rauschartige oder genussvolle Erleben hat im Zusammenhang mit dem Konsum einer psychotropen Substanz. Der präfrontale Kortex, also das Vorderhirn, führt dann dazu, dass dieser Einfluss, der sehr verstärkend ist, noch eine gewisse Balance hält, indem er sozusagen wie kontrollierenden Einfluss hat auf diese starken
triebartigen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Konsum. Sie sehen das hier noch etwas genauer abgebildet. Hier sehen Sie so das Gehirn und diese roten Punkte ist da, wo das Dopamin besonders konzentriert ist. Und mit etwas Fantasie und Erinnerung an das Bild vorne sehen Sie, dass auch das Striatum hier rot markiert ist. Also hier ist ganz viel Dopamin nach Drogenwirkung und dann lässt es nach, bis sozusagen die ganzen Stoffe wieder ausgeschieden sind. Das Interessante ist, jetzt an diesen Studien, die nachweisen konnten, dass tatsächlich die Konzentration von Dopamin einhergeht mit dem High, also mit dem Rauscherleben. Das heißt, je mehr Dopamin vorhanden ist, umso höher ist das Rauscherleben. Und das Rauscherleben geht hier zurück, gleichzeitig wie die Substanz wieder aus dem Körper ausgeschwemmt wird. Also schön sehen Sie es auch an dem Beispiel, dass es hier natürlich Kokain ist und hier ist Methamphetamin. Ja, und Methamphetamin, wissen wir, hat eine längere Halbwertszeit, ist länger im Körper vorhanden, aber flutet nicht so schnell an. Das heißt, das Hochgefühl kommt später und dauert etwas länger. Und beim Kokain sehen Sie hier, da ist etwa nach 4 Minuten die höchste Dopaminkonzentration, der Peak des Rauscherlebens und der hier wieder abfällt mit der Ausschüttung oder dem Ausschwemmen der Substanz aus dem Körper. Das gleiche gilt hier für Methamphetamin. Also wir haben eine ganz starke Korrelation oder Zusammenhang zwischen Dopaminkonzentration, Anfluten der Substanz und der Pharmakokinetik, wie wir sagen, also dem Ausschwemmen der Substanz auf der anderen Seite. Dies sind Bilder von unseren eigenen Untersuchungen. Hier haben wir bei heroinabhängigen Patienten, die haben ihr Heroin genommen, was sie jeden Tag nehmen. Und wir sehen genau hier, wie bei allen anderen Substanzen, die ich vorher gezeigt habe, diese starke Aktivierung des Triatums durch die Substanz, die hier zu Morphin abgebaut wird. Sie wissen wahrscheinlich, Morphin ist der Hauptmetabolit vom Heroin. Der bleibt etwa auf einem Plateau im Körper bis zu einer Stunde. Das heißt, das Rauscherleben oder die Euphorie vom Heroin dauert 1 Stunde an und in dieser Zeit gibt es diese Aktivierung im Striatum. Das heißt, Heroin steigert die funktionelle Konnektivität im Striatum, verstärkt sozusagen, beeinflusst das Verstärkungssystem. Es macht aber auch noch etwas anderes. Ja? Und das andere, was es macht, ist etwas, was Sie hier auf dieser Seite sehen, dass das Heroin, das sind Patienten, die das Heroin bekommen, und das sind Patienten, die Placebo bekommen und das sind Gesunde. Und hier ist die Angst abgebildet. Also dass Patienten, die Heroin bekommen, eine Abnahme der Angst zeigen nach 1 Stunde und sich nach 1 Stunde von den Gesunden nicht mehr unterscheiden. Wenn aber die heroinabhängigen Patienten nur Placebo bekommen, wie auch die Gesunden, dann haben sie auch nach 1 Stunde ein höheres Angsterleben. Das heißt, dass die Droge einerseits auf das Gehirn wirkt, ja, und das Verstärkungssystem, was ich jetzt ausgeführt habe, aktiviert, aber gleichzeitig auch dazu führt, dass die negativen Zustände beendet werden. Ja, und das ist auch der zweite wichtige Punkt bei jedem Suchtmittel. Ja, es wird nicht nur genommen, weil es angenehme Effekte macht, sondern auch, weil negative Zustände beendet werden können oder abgemildert werden können. Und wir sprechen dann von der sogenannten Selbstmedikation. Also das Suchtmittel genommen werden und Ärger, Ängste, depressive Zustände verringert werden. Ich habe ja eingangs gesagt, es ist auch eine Gehirnerkrankung, aber es beinhaltet natürlich noch viel mehr. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist die Wirkung der Suchtmittel, also diese hier, die Wirkung der Droge. Und gleichzeitig kommen soziale und psychosoziale oder psychische Faktoren dazu, die die Sucht unterhalten quasi. Also das heißt, die Sucht beginnt irgendwann, auch aufgrund der neurobiologischen Wirkung und wird dann aber sehr stark unterhalten. Also warum bleibt jemand in der Sucht? Weil die psychologischen Faktoren, die sozialen Faktoren erschwerend dazukommen. Und das ist eine Wechselwirkung, die dazu führt, dass hier, was ich hier notiert habe, Traumatisierung, Burnout, Depression, Beziehungsprobleme, also alle Schwierigkeiten im psychischen Bereich, dass diese Punkte durch die
Drogenwirkung sich verschlechtern, ja, oder dass sie schon vorgelegen haben als Vulnerabilität, wie wir sagen, auf dessen Boden dann Suchtmittel natürlich ganz anders wirken, wenn sie sich erinnern, dass sie natürlich die negativen Zustände verbessern können. Letztlich führt natürlich die Droge nicht dazu, dass die Probleme sich verbessern, sondern nur, dass der Moment sich verändert. Das heißt, eine psychische schwere Situation kann durch Drogenwirkung momentan beendet werden. Aber die Probleme werden natürlich nicht besser auf Dauer. Ist wahrscheinlich nicht sehr viel Neues, was ich Ihnen erzähle. Wie schätzen wir jetzt die Suchterkrankung ein? Ja, die Diagnosen für die Suchterkrankung sind jetzt relativ einfach. In dem Klassifikationssystem der WHO ist jeder Stoff aufgelistet, aber jeder Stoff führt zur gleichen Störung. Das heißt, im engeren Sinne haben wir den schädlichen Gebrauch und das Abhängigkeitssyndrom. Und jede psychotrope Substanz kann einen schädlichen Gebrauch machen als erste Stufe der Abhängigkeitserkrankung oder kann das Abhängigkeitssyndrom im engeren Sinne machen, was dann die zweite Stufe an Schweregrad der Erkrankung ist. Und dann würde man, wie ich eingangs gesagt habe, wenn die Kriterien erfüllt sind, tatsächlich von einer Sucht sprechen. Der schädliche Gebrauch ist sehr unklar definiert, was auch dazu geführt hat, dass möglicherweise, oder zumindest in Diskussionen in dem neuen Klassifikationssystem, diese Trennung zwischen schädlichem Gebrauch und Abhängigkeit aufgegeben wird. Was aber sicher ist, ist, dass es bereits eine Schädigung der psychischen und physischen Gesundheit gegeben hat, wenn man von einem schädlichen Gebrauch spricht. Bei der Abhängigkeit sind es diese Kriterien, die ganz entscheidend sind, nachdem wir als Psychiater eine Suchterkrankung diagnostizieren. Und das sind folgende, wenn Sie einverstanden sind, gehe ich die mal schnell durch. Ja? Der starke Wunsch oder eine Art Zwang zu konsumieren, die verminderte Kontrollfähigkeit ist ein ganz zentrales Kriterium. Also die Frage, warum kann man beim zweiten Bier nicht stoppen? Es gibt viele, die sich das wirklich sehr stark vornehmen und dann trotzdem weiter trinken. Das wäre etwas, was wir als verminderte Kontrollfähigkeit bezeichnen. Substanzgebrauch, um Entzugssymptome zu mildern. Sie kennen das oder haben Sie vielleicht gehört, Entzugssymptom beim Alkohol wäre zum Beispiel das Zittern, ja, was auftritt, wenn der Alkohol abrupt gestoppt wird. Häufig ist es dann am Morgen, wenn Sie in der Nacht keinen Alkoholkonsum hatten, dass am Morgen das Zittern auftritt und wenn dann sozusagen das getrunken wird, damit das Zittern besser wird, wäre das Kriterium erfüllt. Nachweis einer Toleranz. Ja, Toleranz ist eigentlich das, was man sozusagen als Trinkfestigkeit bezeichnet, ja, beim Thema Alkohol. Also die sehr viel vertragen, sind nicht unbedingt die am wenigsten Risiko haben, eine Suchterkrankung zu entwickeln. Sondern es zeigt, dass der viel verträgt, schon sehr viel getrunken hat, sonst wird der nicht so viel vertragen. Also wenn Sie Patienten haben oder selber das schon mal gemessen haben, wie viel Promille sie im Blut haben, dann ist es natürlich so, wenn jemand mit 2 Promille normal redet und ansprechbar ist und nicht einschläft, muss man sagen, es liegt eine Toleranz vor. Und Toleranz ist ein Zeichen dafür, dass es eine Abhängigkeit im engeren Sinne gibt. Und dann kommen wir zu den sozialen Kriterien. Also eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz, fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen. Und das ist, was wir häufig sehen, dass natürlich viele Sachen sich um die Substanz und um die Droge organisieren. Also, dass der Alltag sich organisiert, wie kann ich die Substanz beschaffen, viele andere Sachen zurückgestellt werden, die man vorher gerne gemacht hat, Bekannte treffen, Sport, Freizeitaktivitäten. Das wäre ein Zeichen dafür, dass man sich da in dieser Abhängigkeit
begibt und sich weiterentwickelt, diese Richtung. Und der Konsum trotz nachweisschädlicher Folgen, der fortgesetzt wird. Und wenn Sie von diesen Kriterien, drei Kriterien mindestens erfüllen in den letzten 12 Monaten, dann würden wir von einer Abhängigkeitserkrankung im engeren Sinne sprechen. Und was ich eingangs gesagt habe, was so einfach ist, ist nämlich, dass das für alle Substanzen gilt. Ja, alle psychotropen Substanzen werden nach diesem Prinzip eingeordnet. Diese Folie werde ich jetzt mal überspringen, das ist so wie eine Zukunftsaussicht. Ich sehe auch, dass zu viel Text da drauf ist. Also, es ist das amerikanische Klassifikationssystem für die Substanzstörungen, die im letzten Jahr herausgekommen sind. Das Neue und Interessante daran ist, dass es keine Unterscheidung mehr zwischen schädlichem Gebrauch und Abhängigkeit gibt, sondern ein Kontinuum. Das heißt, hier sind praktisch alle Kriterien aufgeführt, die wir gerade besprochen haben. Und es gibt dann Substanzstörungen, die leicht sind, mittelschwer sind oder schwer sind. Ja, es gibt ein Kontinuum. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Thema Alkohol. Alkohol habe ich überschrieben mit dem Begriff, die Dosis macht das Gift, weil es natürlich als Genussmittel anerkannt ist und es davon abhängig ist, wie viel jemand konsumiert. Das ist natürlich was ganz anderes als beim Heroin zum Beispiel. Sie sehen hier verschiedene alkoholische Getränke mit unterschiedlichem Alkoholgehalt. Und wenn man wissen möchte, wie viel trinke ich eigentlich und wie viel ist gesund, müsste man zuerst wissen natürlich, wie viel Alkohol in jedem Getränk drin ist. Und das System, was sehr einfach ist und sich eingebürgert hat, ist das System der Standardgetränks. Und da hat uns die Industrie geholfen, dass sie nämlich die Gläser für die Standardgetränke so angefertigt hat, dass immer etwa gleich viel Alkohol in ein Glas kommt. Also wenn Sie eine Stange Bier haben, ist da etwa gleich viel drin wie in einem Deziliter Wein. Ja, also ein Glas gefüllt mit der jeweiligen Substanz ist etwa gleich stark. Pi mal Daumen. Und danach kann man das natürlich einschätzen, wie viel jemand trinkt, indem man einfach die Standarddrinks zählt. Das sogenannte Rauschtrinken war ja viel in den Medien, ist ein Problem vor allen Dingen der jüngeren Bevölkerungsschichten. Also jemand, der so alt ist wie ich und älter, wird weniger häufig das Problem des Rauschtrinkens epidemiologisch zeigen. Wann sprechen wir von Rauschtrinken? Rauschtrinken heißt 4 Standarddrinks bei einer Gelegenheit bei Frauen, also sei es ein Apéro oder bei einem Fest, wären 4 Standardgetränke oder mehr. Oder bei Männern 5 Standardgetränke oder mehr. Also zum Beispiel 5 Stangen Bier hintereinander. Das wäre schon definitionsgemäß Rauschtrinken. Mehr als ein Drittel weisen Rauschtrinken auf, einmal im Monat. Es nimmt aber mit dem Alter ab. Sie werden jetzt erschrecken, vermutlich, wenn Sie jetzt ungläubig die Köpfe schütteln, ja, weil das, die Kriterien sehr hart formuliert sind und die Dosis vielleicht als sehr gering eingeschätzt wird, kommen wir zu dem nächsten problematischen Konsummuster, dem chronischen Alkoholkonsum. Und dort haben wir die Kriterien für riskanten Konsum, das wären mehr als 4 Standardgetränke pro Tag bei Männern, und mehr als 2 Standardgetränke pro Tag bei Frauen. Und wenn dieser Konsum mehr als 3-mal die Woche vorliegt, würden wir von einem riskanten Alkoholkonsum sprechen. Etwa 10% von uns wahrscheinlich auch, circa, zeigen dieses Konsummuster. Dieser riskante Alkoholkonsum nimmt mit dem Alter nicht stetig ab. Ich zeige das hier nochmal. Etwas schwer hier durch diese Folien. Ich versuche Ihnen das zu erklären.
dieser rechten Bereiche, also mit dem etwas helleren Rot und mit dem Pink, Rosa, diese Bereiche gelten als problematisch oder wahrscheinlich Abhängigkeit. Und da sehen Sie, dass hier ist das Alter aufgeführt, 15 bis 19, 20 bis 24 und so weiter, bis 75 und mehr, dass es hier etwas weniger wird, aber in der Regel doch relativ stabil bleibt mit doch einer höheren Prävalenz in den jüngeren Jahren, aber doch dann relativ stabile Werte zeigt. Ich habe einen Fragebogen auslegen lassen, den viele von Ihnen genommen haben, was mich sehr freut. Ja, wir mussten extra noch mal einige Kopien anfertigen. Den müssten Sie haben und Sie können ganz einfach auf diesem Fragebogen einschätzen, wie Ihr Alkoholkonsum einzuschätzen ist. Es sind die Fragen drauf, die hier aufgeführt sind. Sie dürfen nicht mehr als 8 Punkte erreichen, um in einem guten Bereich zu sein. Erschrecken Sie nicht bei der ersten Frage. Die Fragen werden nachher schon etwas genauer. Also hier ist tatsächlich, kann man schnell auf viele Punkte kommen bei den ersten beiden Fragen. Also ich bitte Sie, die wirklich bis zum Ende durchzumachen, sich nicht entmutigen zu lassen. Sie müssen die Bögen aber nicht nachher abgeben, sie werden nicht ausgewertet, ist nur für Sie gedacht. Wer ist alkoholabhängig? Sie erinnern sich an die Kriterien, die ich vorher aufgeführt habe, dass die Abhängigkeit nach den spezifischen Kriterien gerechnet wird, nicht mehr als 3 Kriterien die letzten Monate, trotzdem sind 5% alkoholabhängig. Es beginnt in der Regel Mitte der 20er Jahre. Leider werden weniger als 50% in der Erstversorgung erkannt, was viel daran liegt, dass immer noch sehr viel Scham vorhanden ist bei Menschen, die einen erhöhten Alkoholkonsum aufweisen oder eine Alkoholabhängigkeit entwickelt haben. Und da sind natürlich die Hausärzte in erster Linie gefragt, ja, weil die Patienten ganz selten direkt zum Psychiater kommen. Und dass man auch dort nachfragt, um natürlich es zu erreichen, dass man möglichst früh eine Suchtentwicklung erkennt, um dann auch aufhalten oder beeinflussen zu können zumindest. Und die Zahl, die noch erschreckender ist, weniger als 15% der Fälle von allen Alkoholabhängigen werden überhaupt behandelt. Das heißt, wir haben sozusagen noch ganz viel zu tun, um unsere Angebote zu verbessern und die Ideen, wie wir Menschen erreichen, die Schwierigkeiten haben, ihren Alkoholkonsum zu regulieren. Cannabis und Internet. Die Sucht als ein Übergangsphänomen. Ich werde einen bestimmten Aspekt rausgreifen, nämlich den des Alters. Und möchte Ihnen aufzeigen, dass es möglicherweise für das Gros der Menschen nicht so dramatisch ist, wie das häufig dargestellt wird. Cannabis wird weltweit 4% konsumiert. Sie sehen hier auf der Weltkarte, und Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt, die dunkelroten Flecken, wo besonders viel Cannabis konsumiert wird. Das sind natürlich die einkommensstarken Länder, Nationen, also Nordamerika, Europa, Australien. Und zu dem, was uns besonders interessiert, und das sehen wir in unseren Patienten, dass tatsächlich bei den jungen Leuten der Cannabiskonsum viel höher ist als bei den Menschen im mittleren Alter und im hohen Alter. In Europa sind dies 40% bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das heißt, das Cannabis wird konsumiert. Ja. Noch besser kann man es an dieser Folie sehen, wo jetzt nicht der Konsum dargestellt wird, sondern die Cannabisabhängigkeit. Das heißt wiederum die Kriterien, die erfüllt sind für die Abhängigkeit im engeren Sinne. Und hier sehen Sie, und das sehen Sie auch ganz hinten recht deutlich, dass hier sind die Männer, hier sind die Frauen, das sind die verschiedenen Regionen in der Welt, die Länder und Kontinente. Hier ist vor allen Dingen Australien und Nordamerika mit diesem Peak. Hier ist die Konzentration, die Häufigkeit der Cannabiskonsumenten. Und dies hier, und das will ich Ihnen vor allen Dingen zeigen, ist das Alter. Und hier ist 20 Jahre, hier ist 40 Jahre und 60 Jahre.
Und Sie sehen, dass hier der massive Anstieg epidemiologisch zu verzeichnen ist, der Cannabisabhängigkeit, dass wenn Patienten, Menschen cannabisabhängig werden, dass sie in der Regel mit 20 werden. Und dass ich, Sie wissen es alle, 43 Jahre alt, ja, alle Leute, die so alt sind wie sich, die haben kein Problem mehr mit Cannabis. Sie rauchen in der Regel kein Cannabis mehr. Oder nur noch ganz selten oder nur noch ganz wenige. Also Cannabiskonsum und auch die Cannabisabhängigkeit ist ein Problem oder ein Phänomen der jungen Menschen. Was gibt es für Folgen? Ist es denn sehr schädlich, der Cannabiskonsum? Und hier muss man feststellen, dass bei den meisten der Cannabiskonsumenten keine kognitiven Einschränkungen gezeigt werden kann. Aber auch hier macht die Dosis wieder das Gift aus. Je mehr sie konsumieren, umso stärker wird das Risiko, dass eben doch Schäden entstehen. Und man konnte gut zeigen, dass bei langjährigem Konsum und bei schwerem, hohen Konsum es tatsächlich dazu führt, dass auch das Gehirn Schaden nimmt. Also Patienten, die über 10 Jahre mindestens 5 Joints am Tag rauchen oder noch mehr, die zeigen ein reduziertes Hirnvolumen im Bereich Hippocampus und Amygdala, also im Bereich, die für Gedächtnis und Emotionsverarbeitung zuständig sind. Sehen Sie auch hier nochmal, hier ist der Hippocampus, also Gedächtnis und Emotionen, und hier sind die Cannabiskonsumenten, also Cannabisabhängigen wären das ja, und hier sind die gesunden Kontrollen. Das heißt tatsächlich, dass es bei hohem und langjährigem Konsum deutlich Folgen des Cannabiskonsums gibt. Kommen wir zum Internet. Hier habe ich aufgelistet Clash of Clans, ja, eins der bekanntesten Spiele, die man online spielen kann. Ich will Sie jetzt nicht zu sehr langweilen mit den Einzelheiten zu diesem Spiel. Ich kann nur sagen, das iPad stammt von uns zu Hause. Ich durfte aber jetzt, sollte nicht mehr sagen an Details zu diesem Spiel und wie es dazu kommt, dass ich das heute hier vorstelle. Die Internetsucht ganz allgemein bezeichnet die süchtige Nutzung des World Wide Webs. Das beinhaltet sehr viel und ist ein Sammelbegriff. Es sind Computerspiele, es sind Chats, soziale Netzwerke, Glücksspiele, Erotikseiten und dergleichen mehr. Was ist das Besondere daran? Das wissen Sie alle. Einfache und schnelle Erfolge. Und es wirkt eben genauso, und das konnte man mittlerweile sehr gut nachweisen, wie die psychotropen Substanzen auch wirken über das Verstärkungssystem. Ja, das heißt, auch wenn Sie einmal gespielt haben, angenehme Effekte davon erreichen, dass genau dann, dass Sie wieder reizt, das nochmal zu machen. Es gibt soziale Anerkennung übers Netz und es gibt flexible Beziehungen, was ich einen sehr interessanten Ausdruck finde. Das heißt, Beziehungen können sehr schnell geknüpft werden, können aber auch schnell wieder beendet werden. Man kann sich wieder neu ausrichten. Ist man jetzt süchtig vom Internet? Es gibt derzeit noch keine Diagnose Internetabhängigkeit. Aber es ist zumindest in der neuen Klassifikation schon im Anhang gelandet. Und es wird betont, dass es derzeit noch nicht genug Studien gibt, die wir brauchen, um klare Kriterien definieren zu können und sie eindeutig als eine Suchterkrankung einordnen zu können. Aber die Kriterien, und das sehen Sie, zeigen sehr viel Ähnlichkeit zu den Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Die zeitlich ausufende Internetnutzung, den Studien zufolge im Schnitt sind das ca. 50 Stunden in der Woche, Entzugssymptome bei Konsumverhinderung, das heißt, es gibt auch einen Entzug, der aber nicht Zittern ist wie beim Alkohol, sondern der verbunden ist mit Ärger, Depression und Anspannung. Es gibt Toleranzentwicklung, das heißt, es wird mehr konsumiert, es wird ein besserer Computer angeschafft, ja, bessere Software, es wird aufgerüstet. Und die negativen Folgen, die es gibt, und trotz der negativen Folgen wird sozusagen weiter und mehr konsumiert. Leistungen in der Schule, die abnehmen, Freizeitaktivitäten, die zurückgehen, und die Isolierung, die zunimmt. An epidemiologischen Werten ist es so, dass ca. 9% der Jugendlichen unter diesen
Kriterien oder sozusagen einen problematischen Internetkonsum aufweisen und bis zu 35% sogar bei Studenten. Das scheint auch ähnlich wie beim Cannabis im jugendlichen Alter zu beginnen und bis zum jungen Erwachsenenalter deutlich zuzunehmen. Es gibt einen Zusammenhang mit Selbstwertgefühl, also weniger Selbstwertgefühl mit mehr Gefühlen von Einsamkeit und mit sozialer Ängstlichkeit. Also je mehr Kriterien erfüllt sind und je stärker das Problem vorliegt, umso stärker sind auch diese sozialen, psychischen Probleme. Ja, jetzt komme ich wieder zu dem Bogen. Das ist genau der zweite Bogen, den Sie auch haben. Das wäre für Sie interessant, die mit Internet zu tun haben. Also alle, die sich interessieren oder denken, sie könnten gefährdet sein für einen Internetkonsum, da wäre dieser Bogen geeignet, Kurzfragebogen zum Problem beim Computergebrauch. 0 bis 3, jeweils können Sie die Punkte erreichen. Ab 16 ist bereits davon auszugehen, dass es ein problematischer Gebrauch vorliegt. Aber auch hier werde ich die Bögen nicht einsammeln. So, was machen wir jetzt, wenn eine Suchterkrankung vorliegt? Überschrieben habe ich es mit motivieren, motivieren, motivieren. Ja, es ist ein Wechsel im Paradigma der Suchtbehandlung seit einigen Jahren passiert. Man ist weggekommen von konfrontierenden Interventionen, von Entwertung der Suchtpatienten, die es eher sowieso schwierig haben, in der Medizin, aber auch in der Psychiatrie zu den Problemen zu stehen, was viel auch damit zu tun hat, dass die Behandler das Gleiche auch machen. Deswegen ist es wichtig, ich komme gleich dazu und sage noch etwas, wie man das genau macht, dem Patienten sozusagen wie auf gleicher Augenhöhe, dem Mensch auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und erstmal auch zu fragen, was hat es denn für Vorteile gehabt, dass sie diese Substanz nehmen. Weil die wird es ohnehin gehabt haben. Ja, sonst würde man ja damit nicht begonnen haben und würde man die Substanz nicht fortführen. Wir müssen sagen, dass die Pharmakotherapie der Substanzstörung nicht besonders gut funktioniert. Das heißt, wir als Behandler haben für die Substanzstörung keine guten Mittel parat oder noch keine geeigneten Mittel. Bei Internetsucht ist es unklar, es gibt dort auch zu wenig Studien, dass man etwas Verlässliches sagen kann. Wir haben allenfalls einen mäßigen Erfolg in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit mit 3 zugelassenen Medikamenten und wir haben überhaupt keinen Erfolg in der Behandlung der Cannabisabhängigkeit und in der Behandlung der Kokainabhängigkeit. Also was ist zu tun? Ja, wenn Medikamente nicht wirken, müssen wir das anders machen und nicht genug wirken. Und wir müssen einen Schwerpunkt setzen auf psychotherapeutische Verfahren und präventive Verfahren und dann vor allen Dingen Patienten und Menschen sehr früh erreichen, indem sie sozusagen wie etwas entwickeln, eine Problematik entwickeln und motivieren dazu, über dieses Problem nachzudenken und vielleicht eher in Behandlung zu kommen, als dann, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Hier ist die motivierende Gesprächsführung. Das ist ein psychotherapeutisches Verfahren, was als wirksam sich herausgestellt hat in ganz vielen Studien und die folgenden Charakteristika aufweist. Eine wertfreie Kommunikation auf gleicher Augenhöhe, das habe ich gerade schon angedeutet. Keine konfrontativen Interventionen. Ja, also früher war es so, ich habe es zum Teil an der Uni auch noch gelernt, dass man mit Werten und mit Laborauszügen, die Patienten drangsaliert hat und Prognosen über Lebensqualität und wann könnte jemand sterben, wenn er so weiter trinkt, mitgeteilt haben. Davon sind wir jetzt weggekommen. Man hat deutlich gesehen, dass diese Form der Intervention keine Bedeutung hat. Es führt eher dazu, dass die Patienten noch weniger in Behandlung kommen. Ja, nämlich weiter trinken und eben nicht versuchen, sich Hilfe zu holen. Empathische Grundhaltung und die Klärung von Ambivalenz bezüglich des Substanzkonsums. Das heißt, es gibt immer auch ambivalente, das heißt nicht klare Einstellungen gegenüber dem Konsum. Manche mögen relativ klein sein, manche sagen, ja, sie trinken doch, aber ein Teil von ihnen, und sei er noch so gering, der möchte vielleicht doch aufhören. Ja, und es gibt Teile, warum es vielleicht doch nicht so gut ist, mit dem Konsum fortzuführen.
den Konsum fortzuführen. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann als Therapeuten ins Spiel kommen, um mit diesem Teil zu arbeiten, den herauszuarbeiten und mit dem jeweiligen Menschen durchzugehen, sodass sozusagen mehr Sicherheit besteht und mehr Möglichkeiten, wieder freier mit diesem Problem umzugehen. Es gibt auch andere psychische Störungen, das ist das noch, was ich am Ende hinweisen möchte. Die Suchterkrankung ist selten allein, sondern ist häufig mit anderen komorbiden psychischen Störungen, die vorliegen, wie Depression zum Beispiel, sehen 30-60% von Alkohol- und Drogenabhängigen haben auch eine Depression, eine Persönlichkeitsstörung oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese zusätzliche psychische Problematik genauso gut erfasst wird, um diese auch frühzeitig zu behandeln. Und da gibt es mittlerweile gute Verfahren psychotherapeutischer Natur, um diese zusätzliche Problematik ebenfalls anzugehen. Das Case Management, die Psychoedukation, das heißt sozusagen die Erklärung, die Nachvollziehbarkeit der Menschen mit der Problematik zu erhöhen. Ja, was hat das für Auswirkungen? Dann gleichzeitig Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen, wie die dialektisch-behaviorale Therapie. Das sind Therapieverfahren, die dazu führen, dass zusätzliche psychische Probleme ebenfalls angegangen werden und gleichzeitig zur Suchtbehandlung möglicherweise gelöst werden können. Oder auch die Traumabehandlung, in dem bestimmte Module bereits vorliegen und effektiv sind. So, wir haben 10 vor 8. Ich werde nochmal zusammenfassen, was ist Sucht? Gesagt, eine Suchterkrankung setzt körperliche Schäden, psychosoziale Beeinträchtigung voraus. Das heißt, das Kriterium der Störung sollte vorhanden sein, um von einer Sucht zu sprechen. Wie entsteht sie? Psychotrope Substanzen erhöhen die Dopaminkonzentration im Gehirn und aktivieren das Suchtgedächtnis. Die Suchterkrankungen können anhand klarer ICD-10-Kriterien der WHO diagnostiziert werden. Und zu den Substanzen selber, Alkohol sollte auf ein gesundes Maß reduziert werden, wenn möglich. Cannabis und Internet, Sucht oder Problematik ist derzeit muss man sagen, weil wir wissen nicht, wie das in einigen Jahren sein wird, wenn natürlich diejenigen, die mit Internet auch aufwachsen, dann älter werden, ob das nicht vielleicht auch bis ins hohe Alter vorhanden bleibt. Ist derzeit aber noch hauptsächlich ein Problem der jüngeren Menschen. Und zur Behandlung konsequent und spezifische Frühintervention, das heißt möglichst früh beginnen mit der Behandlung und Verfahren einsetzen, die sich als wirksam erwiesen haben, sind besonders wichtig, um die Entwicklung und Chronifizierung der Sucht zu verhindern. Abschließend noch, wenn Sie jetzt aufmerksam zugehört haben, werden Sie diesen Fehler nicht begehen, wie diese beiden Herren hier. Warum trinkst du Rotwein? Wenn schon Sucht, dann wenigstens gesund. Ja, das wissen Sie jetzt und wussten Sie vorher natürlich auch schon, dass das nicht so gesund ist. Damit bin ich beim Ende angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön.